Das ist die Geschichte von der Beninerer Hexe. Das war eine Hexe, die hat zwischen Lengmoos im Ritten und im Rittnerhorn hat die ihr Unwesen getrieben, verstehst? Die hat allerhand Zauberkünste gekannt und sie hat in die Leute geschaut, wo immer sie hat eine Möglichkeit gefunden, wo, dass sie sich auch hintertückisch und falsch zwider und verstehst du, und sie konnte auch Wetter machen, die gekannt machen, und beim schönsten Tag hat die gekannt die Wolken herzaubern, wie sie das gemacht hat, das weiß man nicht. Und er hat es gehobelt und hat die ganze Ernte zerstört und so. Und alle haben sie so gesucht, die haben sie irgendwie gefangen, damit sie das Unwesen nicht mehr. Ne? Und endlich haben sie sie einmal erwuschen. Haben sie sie in einen Häusleine gejagt. Und in Heisel war keine Erde, weil wenn die mit der Erde in Berührung kommen ist, dann war sie unsichtbar. Zack, war sie weg. Und dann hat man sie gefesselt. Die Füße hat man nicht gefesselt, nicht die Hände, dass sie nicht laufen kann. Die Hände hat sie schon gekannt, man anteiten. Aber die Füße haben sie ja zugebunden, fest angebunden, dann kann sie nicht laufen. Und kann nicht im Besen zwischen die Füße. Das fliegt sie weg, wenn sie anhat. Und dann haben sie sie endlich erwuschen und dann haben sie einen großen Kupferkiebel, so wie in die Waschkucheln war. Dann haben sie sie reingetun mit einer langen Stange und dann haben sie sie zum Gericht nach Stein am Ritten. Das ist ein Schloss. Wenn man von Bozen mit der Autobahn auffährt, dann wenn man weiß, in der Kurve, wenn man ausschaut, dann sieht man, das ist wie ein Geisterschloss. Meistens ist es einmal im Nebel. Das sind schon die Geister von denen. Da haben sie einen Haufen Leute geköpft da oben in den Schloss. Ja, und da ist eben die Hexe nachher ja verbrennt worden. Die haben den mit den Kübeln nachher ins Schloss. So, Stein, Schloss Stein hin. Und so ein großes Feuer gemacht. Und da haben sie Säue gebunden. Und noch hat die natürlich geschrien, weil ich ja nicht gut sterben. Aber das Feuer ist das einzige, mit der man eine Hexe verbrennen kann. Und da habe ich die Zeichnung gemacht. Und du siehst du, die zwei lustigen Männer, die Hexe dahin tragen. Und die Hexe ist in den Kupferkiebel drinnen, in den Kessel und schreit. Und die hätte gern gehabt, dass er jemand der Erde zuwirft. Weil wenn ich sie eine Erde zuwerfen, dann ist sie unsichtbar. Und dann weiß man nicht mehr, wo sie ist. Und hin siehst du, wie die erfreut haben, dass sie die Hexe da wuschen haben. Die sind direkt lustig, die Burschen. Und die haben sie zum Schloss Stein und dann haben sie richtig Feier gemacht und dann haben sie die Hexe verbrennt. Und vielleicht geistert sie noch im Schloss um in der Nacht. Bei Vollmond geistern die Hexen meistens. Und das ist die Geschichte von Beninerer Hexe auf dem Ritten.